Es war eine kurze Finalserie in der Landesliga. Der EC Zirl setzt sich im ersten Finalspiel gegen den AHC Freienfeld auf eigenem Eis sicher mit 4:2 durch. Zwar gehen die Gäste mit 1:0 in Führung, aber dank der Treffer von Sebastian Schmidt, Hans-Peter Kraxner, Christoph Haas und Philipp Simperl feiern die Gunners einen Heimsieg. Im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie gewinnen die Gunners in Freienfeld mit 4:1 und sichern sich somit den Meistertitel in der Landesliga.